Ja, vor Ewigkeiten habe ich mal ein Video gemacht, in dem ich ausprobiert habe, wie es aussieht, wenn man USB drechselt. Um genau zu sein, so USB. Also kein spezielles USB, ganz, ganz normales USB. Darüber gibt es auch schon ein eigenes Video, das verlinke ich dir oben rechts im Eck. Und heute werden wir mal ein anderes Material ausprobieren. Ja, und welches Material ist das? Eigentlich relativ simpel. Multiplex benutzen wir ja alle. Das bedeutet, von Multiplex haben wir alle bestimmt immer relativ viele Abfallstücke. Und genau aus dem Grund werden wir heute mal ausprobieren, wie es aussieht, wenn man Multiplex drechselt. Das ist für mich auch immer ganz praktisch bei solchen Projekten. Da kann ich meine Multiplex-Reste für solche Tests mal benutzen. Ich habe um 10 Uhr das Ding verleimt und habe seitdem nur die Werkstatt aufgeräumt und habe gefühlt die ganze Zeit am Telefon gehangen, weil ich die ganze Zeit angerufen wurde. Aber hier ein kleiner Tipp für euch, wenn ihr was verleimt, schreibt drauf, um wie viel Uhr ihr es verleimt habt. Dann wisst ihr, okay, nach einer Stunde, zwei Stunden könnt ihr es auf jeden Fall dann entspannen und weiterarbeiten. So sieht die Schnittoberfläche schon mal aus. Das könnte wirklich ganz cool aussehen. Speziell die Innenseite, wenn wir dann runddrechseln, müsste eigentlich ganz cool werden. Das sieht im Video zwar aus, als wenn ich das hier an einem Stück geschnitten habe, aber in echt habe ich das auch in 5-6 Schritten schneiden müssen, weil ich einfach nicht um die Kurve rumgekommen bin, weil die Maschine nicht so viel Dampf hat. Es kommt halt immer darauf an, was man mit einer Maschine macht. Ich liebe sie trotzdem, ist wie gesagt von meinem Großvater und die werde ich auch niemals hergeben. Wir werden jetzt als erstes mal das Teil hier vorne plan drechseln. Da sehen wir erstmal, wie sich das Material beim Drechseln halt eben verhält und wie die Oberfläche aussieht. Hier müssen wir natürlich jetzt als erstes so die normale Schalenform andrechseln und wir werden wahrscheinlich einen innenliegenden Rezess anarbeiten. Ich glaube, das könnte wirklich echt cool werden, gerade beim Drechseln, wenn sich das dreht, sieht die Optik schon mal richtig, richtig cool aus und die Oberfläche ist noch nicht einmal gut. Multiplex lässt sich eigentlich ganz gut drechseln, man merkt aber schon, dass es sehr, sehr, ja, dass es die Schneide sehr stark beansprucht. Die Schneide habe ich gerade eben erst geschärft, jetzt ist es nicht mehr so scharf, deswegen müssen wir sie jetzt erst nochmal kurz nachschärfen. Wie tue ich das? Eigentlich relativ simpel, ich hole mir ein Edding, mache mir schnell ein paar Markierungen hier auf der Schneide. Packe das Ganze hier in so eine Schärflehre rein. Dabei achte ich tatsächlich gar nicht so auf den Abstand da vorne, denn ich stelle das immer ein bisschen anders da und zwar direkt am Stein ein. Anschließend packe ich das einfach hier unten in den Halter rein und halte die Schneide dran, bis es passt. Jetzt einmal kurz drehen
Und wir sehen, dass wir oben ein bisschen mehr Material abholen. Deswegen ein bisschen reinklopfen. Und das war's auch schon. So stelle ich es ein. Wenn das nicht mal die beste Erklärung des Jahrtausends war, sorry für diese unglaublich schlechte Erklärung. Das war's auch schon. So schärfe ich meine Drechseleisen jetzt mittlerweile schon seit sehr, sehr lang. Die Schärferichtung verlinke ich euch mal in der Videobeschreibung. Die Oberfläche ist eigentlich schon mal ganz cool, aber wenn wir jetzt so hier gegen die Drehrichtung drehen, merken wir, dass wir hier eine sehr, sehr raue Oberfläche haben. Deswegen müssen wir das jetzt gut schleifen. Ich benutze hier so einen Schleifgriff, den verlinke ich euch ebenfalls in der Videobeschreibung. Damit können wir sehr viel Material wegnehmen, damit das alles schön ratzfatz geht. Drei Minuten 40 hat es jetzt nur gedauert, bis das hier fertig geschliffen ist. Jetzt kommen wir zum Finishen. Das ist immer der beste Moment. Ey, das wird so cool. Ich zeig's dir mal ein bisschen genauer. Einfach ein bisschen nehmen, draufpacken, grob verreiben. Ey, das ist sowas von abgefahren, wie cool das aussieht. Jetzt machen wir die Maschine noch an und verreiben es noch bei der laufenden Maschine. Die Schale ist fertig und ich würde sagen, man kann Multiplex sehr gut drechseln. Ich zeige das mal im Detail. Die Oberfläche ist wirklich super, super schön geworden. Sehr, sehr schön glatt vor allen Dingen. Und ich finde, diese Musterung schaut einfach nur richtig cool aus. Wir haben keine Leimfugen, einfach eine sehr, sehr schöne Schale, wie ich finde. Und vor allen Dingen ist es mal was anderes. Und an dieses Material hier kommt auch eigentlich jeder Drechsler ran. Auch hier nochmal die Außenseite ist wirklich sehr, sehr schön glatt. Wir haben gar keine Ausrisse. Und ich denke, das ist auch vielleicht für Drechselanfänger ganz praktisch. Denn ihr habt halt nicht so diese Maserung, wie ihr in einem normalen Stück Holz habt. So könnt ihr halt sehr, sehr einfach das Ganze sehr glatt bekommen, wenn ihr nicht so geübt mit manchen Drechseleisen seid. Du möchtest weitere Drechselvideos sehen, dann werde ich dir mal unten in den Kommentaren eine Playlist von mir anpinnen. Da findest du ganz viele Drechselvideos von mir und da sind auch einige dabei, in denen ich dir dann ganz genau beschreibe, warum ich welches Werkzeug benutze, wie ich es benutze. In dem Video habe ich es heute nicht mehr so genau erklärt, weil ich es halt schon sehr, sehr oft erklärt habe. Ansonsten findest du auf dieser Seite noch ein cooles Möbel, was ich baue. Da bekommst du dann auch einen kostenlosen Bauplan mit allen Maßen, wie ich das Ding gebaut habe. Und unten
was mache mal ohnehin. Unten verlinke ich dir ein Video von einer Absauganlage, die ich gebaut habe. Das hat zunächst nicht so gut funktioniert, aber in dem Video zeige ich dir dann, was ich dazugelernt habe und wie ich es halt eben zum Funktionieren bekommen habe. Ich wünsche dir einen tollen Tag, viel Spaß eventuell beim Nachdrechseln und sag bis zum nächsten Video. Tschüssi.